Ortstermin Bahnhof Schönberg. Nach der 100-Jahr-Feier des Eisenbahnteilstücks von Schönberg zum Schönberger Strand im Mai 2014 spendet die Bürgerinitiative Pro Bahn Pro Pstei den Erlös von über 2.500 Euro an die Museumsbahn des VVM. Am 17. Mai haben wir von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem VVM, dem Verein für Verkehrsamateure, und der Initiative Pro Bahn eine Veranstaltung durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung wurden entsprechend Spenden gesammelt, es wurden Getränke und Speisen, die auch gesponsert worden sind, verkauft. Und dieser Erlös wurde heute dem VVM übergeben, um im Grunde das Museum und den Betrieb der Museumsbahnen auch weiterhin neben dem Betrieb der neuen Lind-Triebwagen weiterhin fortzuführen und für die Region insofern ein tolles touristisches Angebot zu erhalten. Ja, wir bedanken uns natürlich für diese super Beteiligung an der Veranstaltung. Und Sie hatten ja im Vordergrund auch schon gesagt, dass wir das eben für die Museumsbahner eben spenden wollen, alles was zusammenkommt. Und wir haben ja sehr viel Glück gehabt mit Wetter und auch mit Besuchern. Ja. Und von daher eine tolle Zusammenarbeit. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt mit den neuen Bahnen und dass die Museumsbahn uns immer erhalten bleibt. Ja, wir haben zu danken und wir machen weiterhin die Zusammenarbeit mit moderner und alter Eisenbahn auch in Zukunft. Ja, schön. Vielen Dank. Die Initiative Pro Bahn Pro Pstei besteht aus Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibenden sowie Kommunalpolitikerinnen und Politikern aus allen Fraktionen in der Pro Pstei. Ihr gemeinsames Ziel ist eine reguläre stündliche Zugverbindung zwischen Schönberg und Kiel mit den modernen Lindtriebwagen. Die etwa halbstündige Fahrt mit Hein Schönberg, wie dieser Zug traditionell genannt wird, gilt als echte Alternative zum Individualverkehr auf den Straßen für die nächsten Jahrzehnte. Sie bedeutet eine wichtige Infrastrukturmaßnahme für Pendler, Schülerinnen und Schüler und Urlauber. Viele Tagestouristen nutzen Hein Schönberg schon jetzt bei Sonderfahrten der Museumsbahn des VVM direkt an den Strand. Die schnelle Verbindung nach Kiel oder weiter nach Rendsburg, Neumünster oder Hamburg ist auch eine Maßnahme gegen die Landflucht und stärkt somit die gesamte Propstei. Bereits heute gibt es einen Konzeptvorschlag für Busverbindungen zwischen den Dörfern der Propstei und den möglichen Bahnhöfen der neuen Linie Schönberg-Kiel. Wo normaler Linienverkehr nicht wirtschaftlich ist, können Bürgerbusse mit ehrenamtlichen Fahrern zum Einsatz kommen. Auch Rufbusse und Ruftaxen sind möglich. Die Bürgerinitiative Pro Bahn Pro Pstei will erreichen, dass ein moderner Hein Schönberg ab 2017 wieder regelmäßig fährt.